Goldener Bär für den israelischen Streifen Synonyms. Der beste Film der diesjährigen internationalen Filmfestspiele von Regisseur Nadav Labid erzählt die Geschichte eines nach Frankreich ausgewanderten Israeli, dargestellt von Schauspieler Tom Mercier. Es ist wunderbar, es ist ein Moment, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist großartig, wundervoll. Die Jury unter Leitung von Juliette Binoche vergibt zudem 7 silberne Bären, unter anderem an die beiden deutschen Regisseurinnen Angela Schanelek und Nora Fingscheid. Der chinesische Streifen So Long, My Son über die Folgen der Ein-Kind-Politik in China erhält gleich 2 silberne Bären für die besten Darsteller. Der französische Film Gelobt sei Gott über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche wird mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Die Kameraführung des norwegischen Films Pferdestehlen zeichnet die Jury für seine herausragende künstlerische Leistung aus. Der Abend beginnt mit stehenden Ovationen zu Ehren des Schauspielers Bruno Ganz, der im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Bruno Ganz war ein großartiger Schauspieler und hier drüben über diesen Himmel, über den ich gerade geredet habe, ist ja auch der berühmte Film von Wim Wenders gedreht worden, Der Himmel über Berlin, Wings of Desire. Und ich denke, dass wir uns alle an ihn erinnern, wenn wir an der Siegessäule vorbeifahren und den goldenen Engel oben sehen. Wahrscheinlich ist es jetzt Bruno Ganz. Für Dieter Koslik geht an diesem Abend nach 18 Jahren eine Ära zu Ende, als Leiter der internationalen Filmfestspiele.